Wir glauben an einen Gott, der kommuniziert. Er hat die verschiedensten Arten, um mit uns in Kontakt zu treten. In der Bibel lesen wir, dass er seinem Volk Botschaften durch verschiedene Propheten gesandt hat, um es auf den rechten Weg zu bringen. Manche dieser Botschaften wurden aufgeschrieben und deswegen können wir sie heute noch nachlesen. Prophet zu sein, das war mitunter ein ziemlich undankbarer Job. Die Menschen wollten oft nicht auf das hören, was die Propheten ihnen zu sagen hatten. Ich meine, klar, niemand mag es gerne, wenn er auf seine Fehler hingewiesen wird. Es ist ja viel einfacher, den Überbringer der Botschaften zu bestrafen, die Propheten mit Steinen zu bewerfen, sie ins Gefängnis zu sperren oder sonst irgendwie mundtot zu machen. Alles besser, als sich selber verändern zu müssen. Aber Gott blieb hartnäckig. Er sandte den Menschen immer wieder die gleiche Botschaft. Kehrt um, ließ er ihnen mitteilen. Er wollte es einfach nicht hinnehmen, dass in seinem Volk die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer wurden. Er war nicht damit einverstanden, dass es unter den Juden zuging wie unter allen Völkern der Welt, dass nämlich die Mächtigen und Reichen ihre eigenen Gesetze schreiben. Und dass Richter und Amtleute Geschenke annahmen und dafür die Augen vor dem Unrecht verschlossen. Er prangerte es an, dass sich sein heiliges Volk mehr und mehr von ihm abwandte und stattdessen mit den Göttern der umliegenden Völker geflirtet hat. Nach dem Motto, das Althergebrachte ist doch langweilig, also weg mit den Kreuzen und her mit den Buddha-Statuen. So ähnlich war das damals auch. Wir haben einen Deal, lässt Gott sie erinnern. Ihr haltet euch an meine Gebote und ich werde euch segnen. Aber die Propheten blieben erfolglos. Das Volk wollte einfach nicht umkehren. Schließlich zog Gott also seine Hand zurück und ließ es zu, dass die Babylonier das Land verwüsteten, den Tempel zerstörten und die Juden in ihr Land verschleppten. 70 Jahre lang sollte es dauern, bis sie zurückkehren und das Land neu aufbauen durften. Doch bevor es soweit war, mitten hinein in die Zeit der großen Dunkelheit, hat Gott wieder gesprochen durch seine Propheten zu den Menschen. Wir hören heute Texte aus Jesaja 40, dem von Luther sogenannten Trostbüchlein für Israel. Doch bevor wir die Verse hören, wollen wir singen. Wollen wir die Verse singen? EG 15, tröstet, tröstet, spricht der Herr, die ersten beiden Strophen. Also Jesaja 40, 1 und 2. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden.
Unser Gott ist ein gerechter Gott. Er liebt das Recht und er hasst das Unrecht. Aber er ist auch ein Gott der zweiten Chancen. Deine Schuld ist dir vergeben. Diesen Satz kann jeder zu hören bekommen, der es wagt, seine Sünden vor ihm zu bekennen. Und wir müssen unsere Strafe nicht im Exil verbüßen. Wir leben davon, dass ein anderer unsere Schuld auf sich genommen und sie getilgt hat. Bei den Adligen im alten Rom gab es eine merkwürdige Sitte. Wenn ein Kind von hohem Stand etwas getan hatte, was bestraft werden musste, dann durfte sein Erzieher es nicht einfach verprügeln. Schließlich war es adelig. Stattdessen holte man ein Sklavenkind, den sogenannten Prügelknaben, der dann vor den Augen des Übeltäters dessen Strafe einstecken musste. Oft kannten die beiden sich, hatten zusammen gespielt, waren sogar befreundet und man hoffte darauf, dass diese Aktion dem Adligen eine Lehre sein würde, damit er sein Verhalten besserte. Ein anderer hat für ihn die Strafe übernommen. Tröstet mein Volk, ihre Strafe ist abgebüßt, das Exil wird zu Ende gehen. Redet mit Jerusalem freundlich, beschimpft sie nicht als die Stadt der Abtrünnigen, sondern seht sie mit den Augen Gottes an, als die Stadt der Auserwählten, die Stadt der Kinder Gottes. Ihre Strafe ist getilgt und nun macht Gott sich bereit, aufs Neue in die Stadt einzuziehen und seinen Bund zu erneuern. Ebnet, ebnet Gott die Bahn. Wir singen die nächsten zwei Verse. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch wird sich offenbaren. Na, Moment. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Der König kommt, bereitet ihm den Weg. Wie mag es wohl gewesen sein bei uns im vorletzten Jahrhundert, wenn es hieß, der Kaiser kommt? Er will bei uns durchziehen, schmückt das Dorf mit Fahnen und dieser Schandfleck, diese verfallene Scheune da am Wegesrand, die schon längst hätte abgerissen werden sollen, die lassen wir noch schnell verschwinden. Das ist ja kein Anblick, den unser Kaiser mit unserem Dorf verbinden soll. Alles soll sauber und schön sein, wenn der Herrscher kommt. Bereitet den Weg, wenn der Schwerlasttransporter mit den Windmühlenflügeln durchs Land fährt, dann werden zuvor Straßenschilder abmontiert und Breschen in die Kreisverkehre geschlagen, damit der überlange Lastwagen sicher ans Ziel kommt. Freie Bahn für den, der da kommen soll. Advent heißt Ankunft. Der König kommt, macht ihm Bahn.
tut Buße, wo es sein muss, entfernt alle Hindernisse. Ihr wisst ja, was ihn stört, Egoismus und Trägheit, Unglaube und Zweifel, Lieblosigkeit und Neid und Streit. Weg damit, haltet Hausputz in euren Herzen, der König will kommen. Auch wenn es schwer zu glauben ist, der Ewige verbindet sich mit dem Vergänglichen. Alles, alles Fleisch ist Gras. Wir singen die Verse 5 und 6. Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Tant, tant ist das Gebilde von Menschenhand. Wo sind sie hin, die Kaiser und Könige vergangener Jahrhunderte? Die Reichen und Mächtigen, die dachten, dass ihnen die Welt gehört, die sich selbst für nahezu göttlich gehalten haben. Was ist geblieben von ihrem Leben? Sie sind wie Spuren im Schnee, die der Wind in kurzer Zeit wieder verweht. Lass 100 Jahre vergehen oder auch 1000 und keiner kennt sie mehr. Putin wird irgendwann nur noch ein Absatz in einem Geschichtsbuch sein. Wir sind vergängliche Geschöpfe. Unser Leben dauert 70 oder 80 Jahre, mal mehr, mal weniger, und dann zerfallen wir zu Staub. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Seine Liebe und Treue hat die Macht, unsere Vergänglichkeit zu überwinden. Willst du ewig leben? Dann halte dich an ihn und an sein Wort, mach es zu deinem Lebenselixier. Lass dich von seiner Kraft beschenken, von seinem Trost trösten, von seiner Liebe erfüllen. Seit Jahrhunderten machen Menschen die Erfahrung, dass Gottes Wort eine besondere Kraft innewohnt. Darum soll es gepredigt werden, in den Kirchen. Und im Alltag von denen, die an Gott glauben. Nur so kann ja der Glaube weitergegeben werden, indem Menschen von ihren Nachbarn und Freunden hören, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Wir leben in verrückten Zeiten. Viele wissen nichts mehr vom Glauben und wollen auch gar nichts davon wissen. Sie meinen, die Wissenschaft könnte Antworten auf alle Lebensfragen liefern. Und zugleich spüren die Menschen ihre Vergänglichkeit, versuchen den körperlichen Verfall, solange es geht, aufzuhalten und merken im Tiefsten, das kann doch nicht alles gewesen sein. Sie brauchen das Wort Gottes, auch wenn sie es nicht wissen. Wir als Kirche, wir als Christen
müssen dringend neue Formen finden, um die Menschen mit seinem Wort zu erreichen. Gott sei Dank sind wir dabei nicht auf uns allein gestellt. Gott sei Dank hängt nicht alles an unseren Methoden. Vielmehr ist es so, dass er selbst zu uns kommen will. Gott sei Dank durch alle Welt. Wir singen das Lied Nummer 12, aber nach einer völlig anderen Melodie. Aber das kriegt ihr hin. Steige auf einen hohen Berg, Zion, die du die frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht, und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Baustein des Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Der König kommt gewaltig. Er ist ein mächtiger Herrscher, erprobt im Kampf, der seine Gegner das Fürchten lehrt. Endlich wird es vorbei sein mit der Verbannung, die mächtigen Babylonier werden besiegt. Aber da, was ist das? Kein waffenstarrender Ritter zieht ein, kein Heerführer an der Spitze einer großen Armee, sondern bloß ein Hirte, ein Mann des Volkes. Ein einfacher Arbeiter, aber fürsorglich und treu. Er schlägt sich die Nächte um die Ohren, wenn die Lammzeit kommt. Er will, dass es seiner Herde gut geht. Er kümmert sich um die gebrechlichen und schwachen Tiere. Seht nur, das schwächste und hilfloseste Lämmchen hat er in sein Gewand geschoben, damit es warm bleibt und zu Kräften kommt. Tröstet mein Volk, sagt der Herr, sein König kommt gewaltig. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, der König der Könige. Ich opfere mich auf für die Schafe und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und so muss es wohl auch sein. Nicht immer größere Gewalt setzt sich am Ende durch, sondern das Licht triumphiert über die Finsternis, das Gute über das Böse.
die Liebe über den Hass. Darum fürchte dich nicht, Gott ist bei dir. Amen. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.